Wer will Oktober sehen? Niemand anscheinend. Mann. Hi, ich bin Laura. Ich bin Ellie und herzlich willkommen bei Unlikely. Es ist Spooky-Tober. Spooky-Tober, da ja. Die kleine Schwester von Spooktober, von meinem Format. Mhm. Wir haben Spooky-Tober getauft irgendwann. Ich weiß nicht, ob wir das waren, ob das jemand anderes war. Doch, wir waren das irgendwann. Irgendwann war es einfach da. Ich weiß auch nicht mehr, wann. Es kam zu uns geflogen. Es gibt jetzt gerade sehr, sehr viele Halloween-Sachen. Deswegen kommt dieses Video jetzt auch als erstes. Viele von euch suchen vielleicht Halloween-Deko, Inspo. Wir dachten, wir machen eine kleine Shopping-Challenge daraus. Das heißt, eine Person nimmt jetzt eine günstige Variante sozusagen. Eine Person nimmt die teurere Variante. Wir gucken, wie gut wir jeweils klarkommen. Jeder von uns bekommt zwei Stores, bei denen wir einkaufen dürfen. Wir haben verschiedene Kategorien und dafür müssen wir dann shoppen gehen. Und wir haben uns was Neues überlegt, denn wir haben hier wunderbare Halloween-Glückskekse. Noch ist diese Packung zu. Wir werden jetzt bei jedem Spooky-Tober-Video einmal Glückskekse ziehen. Ja. Und der erste steht für den ganzen Oktober, würde ich sagen. Das ist sehr viel Druck. Süßigkeiten wollen sich die Wesen holen, lächeln dabei ganz verstohlen. Sind wir die Wesen? Wir bringen dir das Fürchten bei, gibst du uns keine Leckerei. Ja, das gilt an euch. Das heißt, wenn ihr uns kein Like gebt, dann bringen wir euch das Fürchten bei. Leute, diese Katze. Das geht schon gut los. Toll. Was auch gefehlt hat, ist ein guter Schutz für unsere Handys, weil Loki wirft ja anscheinend sehr gerne Sachen runter. Spukt es hier, ist die Frage. Leute, Gott sei Dank sind unsere Handys gut geschützt. Und zwar dank dem Partner unseres Videos, und zwar Burger. Wenn ihr uns verfolgt, dann wisst ihr, dass wir diese Höhlen jetzt schon seit Ewigkeiten drauf haben. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Tuff-Höhle drauf. Die hat immer eine super schöne glänzende Oberfläche, die ist auch kratzfest. Und um die Kamera herum ist auch eine Erhöhung. Aber ich liebe auch die hier. Die Elite-Höhlen, das sind meine persönlichen Favorites, weil ich liebe diesen Rahmen hier auch. Der schützt die Kamera auch nochmal zusätzlich. Außerdem ist innen so ein super weiches Mikrofasermaterial. Und was ich richtig toll finde, ist, dass die Tasten sich super easy drücken lassen. Das gibt es bei ganz vielen Hüllen nämlich nicht, dass die nämlich nicht richtig funktionieren. Es funktioniert also wunderbar. Es gibt natürlich auch Laptop-Hüllen, es gibt iPad-Hüllen, es gibt AirPod-Hüllen. Also schaut gerne einfach mal rein, auch für verschiedene Handy-Modelle, also nicht nur iPhones. Die haben passende Flaschen, Notebooks, passende Ringhalter zum Beispiel. Alles Mögliche, schaut auf jeden Fall mal rein. Was wir jetzt gerade ganz, ganz neu reinbekommen haben, wir packen es jetzt zusammen aus, okay? Wir haben die gebraucht. Ich wollte die ganze Zeit schon eine. Oh mein Gott, ich liebe sie. Die ist ein absoluter Traum. Ja, natürlich hat sie Leo genommen. Das ist natürlich auch MagSafe kompatibel und auch mit einem sehr starken Magneten, aber auch mit Kabel nutzbar. Also das ist auch toll. Wenn ihr euch vielleicht auch nicht entscheiden könnt oder vielleicht Freunde habt, mit denen ihr euch zusammensetzen wollt und zusammen eine Bestellung machen wollt, es gibt ein richtig gutes Angebot, und zwar könnt ihr beim Kauf von 4 Hüllen nur 2 bezahlen. Das heißt, ihr kriegt 2 kostenlos. Ihr könnt euch also entweder super viel Auswahl gönnen oder vielleicht einfach mit euren Freunden zusammentun und zusammen bestellen. Das ist, glaube ich, ein richtig geiles Angebot. Außerdem haben wir auch noch einen Rabattcode, und zwar Unlikely 15. Ihr bekommt stolze 15%. Das ist ein Wort. Vor allem bei der Qualität, bei den schönen Hüllen, lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, Link ist in der Infobox. Ihr könnt auch mal alle Infos dort finden nochmal. Danke an Burger an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, mit dem gesparten Geld, was wir jetzt hier gespart haben, gehen wir doch direkt mal einkaufen. Herzlich willkommen bei der Außenstelle von Unlikely. Bei Wind und Wetter für Sie bereit. Tolles Wetter, aber ich habe einen Lichtblick. Und ich werde richtig geile Sachen finden. Ich freue mich so. Juhu. Mal sehen, ob das Video überhaupt Sinn macht, weil ich sehe gerade nichts. Wir hätten lieber Weihnachten als Thema nehmen sollen. Hier einen schönen Weihnachtsdackel. Wer will Oktober sehen? Niemand anscheinend. Mann. Süßigkeit, Kerze. Aha. Wir haben ja gesagt, nicht nur Halloween, sondern Herbst. Und hier ist ganz klar ein Herbstblatt drauf. Ich nehme es mit. Ich habe da was gefunden. Wie angewachsen auf meinem Kopf gerade. 3,99 Euro. Schnapper. Mein erster Stopp wird es auf jeden Fall TK Maxx sein. Denn da gibt es zwar teure Sachen, aber trotzdem ein bisschen günstiger. Ich habe die Hoffnung, dass die vielleicht jetzt gerade richtig, richtig viel haben. Weil viele Halloween-Sachen gehen schon gefühlt wieder raus. Wünsch mir Glück. She was a fairy. Wir haben keinen Korb mitgenommen. Jetzt muss ich meine Schauspielkünste auspacken. Oh mein Gott. It's a kitty cat. And the Oscar goes to... Ich bin hier richtig. Oh, look at him. Okay, das ist sick. Das würde ich mir in meinen Schrank stellen. Julia. Wenn ich schon Tante bin, muss ich auch meine spooky Vibes ein bisschen weitergeben, finde ich. She's perfect. Ich
bin heute hier mit meinem Freund Teddy. Vor allem, ich gucke hier und drehe da unten. It's giving altbacken. Es ist sehr kitschig. Es ist Halloween, was soll mir sagen? Der ist übrigens komplett neu. So viel größer als vorher. Ich freue mich. Ich dachte kurz, es wäre ein Kürbis. Okay, da sind Schneeflocken drauf. Scheiß drauf. Oh, nee. Ein Dino. Pokémon. Schaut euch die mal an. Cute, cute, cute. Hi. Das war ein Traum. Mein zweiter Stopp ist jetzt Depot. Der ist voll schön. Der ist vor die Tür. Wie ihr gesehen habt, waren wir sehr, sehr fleißig. Ich für meinen Teil war bei Teddy und Action. Und ich war bei TK Maxx und Depot. Also TK Maxx ist ja so ein bisschen, es ist zwar teuer, aber auch günstig. Ja, man kann mal ein bisschen Schnäppchen finden. Deswegen dachte ich, das ist vielleicht eine ganz gute Option, was teureres zu finden, was aber vielleicht nicht ganz so teuer ist. Bin sehr gespannt, wie viel wir am Ende des Tages ausgegeben haben. Müssen wir auf jeden Fall ausrechnen. Oh mein Gott, ich weiß es einfach echt nicht. Ich würde sagen, wir starten mit Kategorie Nummer 1. Die Outdoor-Deko. Ich habe was kleines, süßes, feines. Das ist dieser süße kleine Mann hier. Das ist Solar, kann das sein? Ja, das Solar, das steckst du quasi in deinen Blumentopf oder in die Erde halt irgendwie, keine Ahnung. Das ist das kleine Lämpchen, das beleuchtet dann unseren Geist. Das hat 1,29 Euro gekostet, finde ich extrem süß. Wenn ich jetzt sozusagen so eine Haustür hätte mit einem Vorgarten, würde ich 2 kaufen, rechts und links. Dann gucken wir mal, was ich gekauft habe. Das ist ein bisschen schwerer, ein bisschen größer. Ja, Moment. Stimmt. It's me, my pumpkin. Qualität. Da steht auch Welcome drauf. Ich finde es richtig süß. Ich finde es richtig funny. Ich werde es auf jeden Fall vor meine Tür stellen. Ja, getrennt oder so. Definitiv. Und gekostet hat der 19,99 für die Größe. Finde ich den von Depot sogar noch echt okay. Also Depot ist ja manchmal echt teuer. Da gab es auch ein Angebot mit einem kleinen Grünen zusammen für 24,99. Ja, aber den Grünen brauche ich nicht. Deswegen habe ich nur den genommen. Nur weil es ein gutes Angebot ist, muss ich es auch nicht kaufen, gell? Genau. Ich finde, beide Kategorien haben so ihr Ding erfüllt. Ich finde beides schön. Ich glaube, es wird auch sehr schwierig zu sagen, okay, wer gewinnt jetzt so, weil das sind sehr unterschiedliche Dinge, aber es ist ein bisschen wie so ein uraltes Haul-Video, weißt du, ja, was ich meine? Das war wirklich spaßig, das war cool. Es sind auch aktuelle Sachen, also falls ihr was nachkaufen wollt, geht in den Depot, Teddy Action oder zum TK Maxx. Das ist schon mal ein guter Start, aber wir machen jetzt einmal weiter mit Kategorie Nummer 2, wenn ich ihn weggebracht habe. Kosmetikartikel. Ja. Und ich habe mich für Halloween-Nägel entschieden. Geil. Ja. Die haben 3 Euro gekostet. Ich würde es mir aufkleben. Ist da auch ein Kleber dabei? Bestimmt. Finde ich schon mal strong. Und ich habe auch was Cooles gekauft. Und zwar Halloween-themed Eye-Patches. Also so kühlende. Die man sich so da drunter setzt. Finde ich auch sehr cool. Oder? Ja, ja. 4 Stück, glaube ich. Kannst das zum Beispiel einfrieren. Oder auch erwärmen, wenn du warm haben willst. Mm. Ich fand es ultra süß. Also das Design ist halt schon Finde ich auch richtig sweet. Süß. Auch mit dem Rosa und so, sehr schön. Das ist jetzt bei 4,99 €. Wirklich, also wirklich okay. Ja. Finde ich in Ordnung. Ist auch ein süßes Geschenk, muss man sagen. Voll, also das könnte man tatsächlich auch verschenken. Finde ich sehr süß. Ich glaube, ich werde in meinem Leben einfach nur noch Halloween-Sachen verschenken, weil das ist doch ein Traum. Da weiß doch jeder, von wem es kommt. Ja. Ja, werde ich auf jeden Fall sehr oft gebrauchen können, glaube ich, weil ich im Oktober nicht viel schlafen werde. Dann werde ich mir einfach da drauf batschen. Dann kommen wir zur Kategorie Nummer 3. Kerze. Ich freue mich. Ich habe voll die süße Kerze. Die ist süß. Die ist richtig, richtig schön und die hat nur 1,39 € gekostet. Fand ich irgendwie total putzig. Gab es noch einen Geist und die ist jetzt von Action. Riecht das noch was? Nein. Schade, aber es ist okay. Brenndauer 15 Stunden. Finde ich gut. Ich finde es wirklich süß. Kann man nicht sagen. Aber ich muss leider sagen, meins schießt den Vogel positiv gesprochen ab. Und zwar ist das hier meine Kerze. Das ist krank. Es ist ein Geist in einem Graveyard. Und alles ist Wachs. Alles ist rosa und hat Blümchen drauf. Man kann die hier auch anzünden. Ich werde das niemals anzünden. Ich werde das in meinen... Ich habe so einen offenen Schrank, so Deko-Schrank. Und da werde ich das reinstellen. Dann wird es auch stehen bleiben. Ich finde es so toll. Das ist von... Oh mein Gott, da steht einfach, you've been ghosted. So cute. Hat gekostet 13,99 €. Würde ich jederzeit wieder kaufen, weil... Oh mein Gott, stell dir vor, du wirst so geghostet. Kriegst das geschickt und dann steht es da. Dann ist es aber kein Ghosting, das ist angekündigt. Das ist ja so süß. Und die riecht auch gut. Das ist auch schon wieder so ein Geschenklevel. Kann ich das haben und dir einfach zum Geburtstag schenken? Wollen wir zurückschenken oder was? Ja, danke. Freu dich. Oh, toll. Also ich würde sagen, in der Kategorie, sorry, aber ich habe da haushoch gewonnen. Die hatten so viele Kerzen. Ich finde meine trotzdem schön. Ich finde sie auch total toll, aber was die Kreativität... Die ist halt so einfach Klassiker Halloween. Aber also orange und schwarz. Ja. Trotzdem, was die Kreativität und so anging, hatten die so geile Sachen. Ja, also das wirklich, ist einfach also und qualitativ viel hochwertiger als ja, natürlich. Aber also nicht nur das, sondern halt auch so auch ein bisschen kitschigere Sachen. Die hatten auch so Kopf von Frankenstein und dann war da eine Kerze drin. So, also richtig coole Sachen. Ich hatte auch fast eine Mumienkerze gekauft, bevor ich die gesehen habe. Also die kann nichts mehr toppen. Das müssen wir schon sagen, ja. Oh, die nächste Kategorie ist so cool.
Auf die freue ich mich auch. Ja. Und zwar ist das ein Halloween Party Must Have. Meins ist riesig, deins ist. Ich finde meins trotzdem sehr stark. Es ist ganz was anderes, aber ich glaube, wir würden die perfekte Halloween Party zusammenschmeißen. Einmal aus dem günstigen Produkt hier. Das ist ein Folienballon und ich finde ihn so süß. Der ist von Action, oder? Ja, der ist von Action. Der ist auf 115 cm groß. Fast so groß wie ich. Ja, 1,99 €. Ja. Da kann man nichts sagen. Stellt euch mal vor, so eine Gehirntorte oder sowas. Und dann hier drauf. Wow. Ist das jetzt eine besondere Brand? Kein Plan, hat aber gekostet 17,99 €. Finde ich voll okay. Aber das sieht auch ein bisschen aus, als wäre ich so ein Superhero. Und das wäre mein Schild gerade. Captain America? Nee. Captain Halloween. Leute, wenn ihr es sehen wollt, TK Maxx Weihnachtsdeko-Video. Das wäre krank. Auf die nächste Kategorie freue ich mich. Warte doch. Sorry, ich hab's nicht gesehen. Auf die nächste Kategorie freue ich mich sehr. Und zwar könnte viral gehen. Hm. Auf TikTok, Instagram, irgendwo könnte es viral gehen. Ja, ich weiß ja, was bei dir abgeht. Aber ich glaube trotzdem, dass meins auch viral gehen könnte. Kennt ihr diese Videos, wo man so dann. Das wird dann so ästhetisch schön gepackt und so. Und ich habe einen Haufen Süßigkeiten besorgt: Lollis mit Händen. Lollis mit Beinen. Dann haben wir so kleine Paw Patrol Halloween Süßigkeiten. Ein Skelettring. Wisst ihr, was noch fehlt? Diese Augen. Die gab es da nicht. Aber das ist auch ganz cool gewesen. Ungefähr 15,75 €. Ist okay. Find's auch okay. Aber was soll ich sagen? Das ist der absolute Hammer. Das ist tatsächlich in der original großen Version auf jeden Fall schon viral gegangen. Das ist einfach so ein gusseiserner Top. Oh mein Gott, stell ich jetzt mal vor, so ein mega TikTok-Reel oder so, wo man da hier so eine Kürbissuppe kocht. Ein TikTok-Reel. Gab auch einen orangenen tatsächlich. Aber wir fanden beide den grünen irgendwie schöner, deswegen habe ich grün genommen. 39,99 € für so einen riesen, also wirklich einen schweren Top finde ich es okay. Ich glaube, den werdet ihr vielleicht mal bei einem Reel oder so bei Laura sehen. Hundertprozentig. Vielleicht geht's ja dann viral. Ja, da müsst ihr mir helfen. Ja. Die nächste Kategorie ist auch ziemlich cool. Das ist eine Halskette. Okay, was ist die Kategorie, Laura? Achso, sorry, Leute. Wir brauchen was zum Anziehen. Und zwar eine wunderbare Halskette. Ich finde die so cool. Ich würde die anziehen jetzt mal. Ja, mach mal bitte. Oh, I love it. Geil. Das gibt mir so 2016-Vibes. Finde ich auch geil. Finde ich geil. Also mein Ansatz war ganz anders, weil das Einzige, was in diesem gesamten Laden überhaupt zu dieser Kategorie gepasst hat, waren Socken. Oh. Was natürlich auch gut passt. Happy Halloween. Oh. Da sind Kürbisse drauf. Oh, ein Fledermaus. Eine Fledermaus. Oh. War für 6,99 € in Ordnung. Aber ich finde tatsächlich, in der Kategorie gab es da nicht viel. Da würde ich dir definitiv einen Punkt geben, weil... Ich finde meins auch echt besser. Ich habe was gefunden, aber nicht... Was ich gerne gehabt hätte, sagen wir so. Es geht weiter. Mit welcher Kategorie? Tischdeko. Für unsere Party. Ja, ich habe was sehr Schlichtes gekauft. Süß, aber schön. Bei Action sehr, sehr schön. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Da kann man eine Kerze reinmachen und ich habe mir das so gedacht. Kennt ihr diese Geisterkerzen? So eine weiße, lange Kerze, die man so biegen kann und dann macht ihr so Geisteraugen und so drauf. Und dann halt, ja. Finde ich süß. Wie viel das kostet? 1,57 €. Dafür zahlt man bei Depot wahrscheinlich irgendwie 8 €. Ich habe tatsächlich was ganz anderes. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, Tischdeko für meine tolle Halloween-Party. Und da habe ich einfach Halloween-Servietten gekauft. Ich kann dir eins sagen, wir schmeißen unsere Sachen zusammen und wir werden eine richtig geile Halloween-Party feiern. Die haben gekostet 2,49 €, also nicht so günstig. Für Servietten, aber die haben mir richtig gut gefallen. Es gab noch so große Geister, aber beim Rauslaufen habe ich die gesehen. Nein, das ist der Klassiker. Also ich glaube, unsere Party wäre auf jeden Fall ein voller Erfolg. Das weiß ich jetzt schon. Ich finde, wir haben zwei sehr unterschiedliche Ansätze, sind aber beides cool. Nächste Kategorie, oh Gott, ich freue mich so sehr auf diese Kategorie. Und zwar Kochen / Backen, irgendwas für die Küche, irgendwas, womit man was machen kann. Bitte schön, Laura, die Bühne ist deins. Ich muss ehrlich gestehen, ich konnte mich nicht entscheiden und habe bei Teti zwei Sachen mitgenommen. Ausstecherle, damit kann man auf jeden Fall schöne Kekse backen. Das da ist, das sind so Tortendeko. Süß. Guck mal, das können wir auf die Torte machen, die dann da auch draufkommt. Ja. Das ist, also rund. Da. Es ist rund hier. 1 und 1 €. Also beide haben jeweils 1 € gekostet. Ich finde, die Ausstecher sind ein guter Fund. Das habe ich tatsächlich nirgendwo gefunden. Sonst. Die sind ein bisschen billo, aber klar, für 1 Euro, was willst du erwarten? Es ist alles ein bisschen nicht so ästhetisch.
Ich finde es trotzdem toll. Ich finde alles toll, was mit Halloween zu tun hat, wissen wir doch, oder? Was ich aber wirklich am allertollsten finde, ist mein Fund für diese Kategorie. Die habe ich locker gewonnen. Aber nur, weil Depot einfach das hier hatte. Und wisst ihr was? Ich habe die gesehen, ich musste mir die auch kaufen. Das, meine Liebe, ist tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was viral gehen könnte. Das hier? Ja. Das sind die süßesten Salz- und Pfefferstreuer, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Oh Gott, die Putti. Kann doch nicht mehr. Ich finde es ganz toll. Toll, 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 Tee wie toll. Toll, toll, toll. Nächste Kategorie, eine Sache für unser Kostüm, könnte alles mögliche sein. Dafür muss ich mich ausziehen. Oh. Schaut euch die mal an. Stellt euch das mal vor, so. Ihr müsst mich anfassen. Und dann hier so befestigen und dann, das ist doch voll geil. Ich finde es mega. Ich finde es richtig gut. Wie viel hat es gekostet? 3 Euro, meine Maus. Vollkommen fein. Die hat auch Augen. Bei dir gab es wirklich viel Auswahl, was sowas betrifft. Auch so ein paar Sachen und so. Bei mir gar nichts. Deswegen habe ich was genommen, wo ich mir vorstellen könnte, ein Kostüm draus zu machen. Und zwar habe ich hier sehr cool aussehende Schleifen. Die sehen schon sehr geil aus. Gebrochene Puppe oder sowas. Das sehe ich damit vielleicht, wisst ihr. Irgendwas in die Richtung, habe ich mir gedacht. Finde die sehr schön. Haben gekostet 9,99 €. Also war nicht günstig. Ist aber halt auch wirklich nicht wirklich Halloween. Das habe ich bei TK Maxx gefunden. Bei Depot gibt es sowieso nichts zum Anziehen. Man kann was Süßes draus machen, aber es ist nicht wirklich super Halloween. Als nächstes kommt eine schöne Kategorie, nämlich was zum Verschenken. Da habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich sie dir schenke. Oh mein Gott, du siehst süß. Ja, voll. Und? Oh. Die kann blinken. Dir steht sowas. Finde ich toll. Ich finde es sehr, sehr, sehr süß. Super. Ich habe das gesehen und wenn wir dieses Video nicht gedreht hätten, hätte ich es auch gekauft, weil ich werde das Julia schenken. Ich hoffe, sie guckt dieses Video gerade nicht. Es ist eine Tasse und da steht Mommy of the Year. Ja. Und es ist halt einfach eine Mumie. Es ist so genial. Und die ist so riesig. Die Tasse. Ich liebe das. Die ist qualitativ auch toll. Es ist so richtig so 3D. Es ist richtig hochwertig. Die fühlt sich richtig gut an. Ich finde es so toll. Von Ray Dunn. Hat gekostet 6,99 €, vollkommen fein. Ich glaube, ich werde hier gerade zum TK Maxx Fan. Ich glaube, ich gehe schon mal zum TK Maxx Weihnachtsgeschenke kaufen oder so. Da gibt es so viele coole Sachen. Also wirklich, ich bin durchgelaufen und dachte mir, wow. Wir kommen zur nächsten Kategorie und zwar Süßigkeiten. Ich habe zwar schon sehr viele Süßigkeiten gezeigt, aber jetzt zeige ich was ganz Besonderes. Finde ich richtig geil, das sind Brownies und da sind so kleine Monsterkürbisse drauf. Ich liebe sie. Voll. Ich habe so Bock, einen zu essen. Werden wir gleich machen. Okay. Die haben 1,99 € gekostet. Ich habe bei Depot was gefunden. Und zwar sind das einfach Marshmallow-Kürbisse. Ist auch sehr cute. Die sind aber auch sehr hochwertig verpackt. Das sieht teuer aus. Kostet 4,99 €. Ultra teuer für so Marshmallows, okay. Aber ich habe nichts Besseres gefunden. Ja, aber das ist auch cute. Stell dir vor, du machst so einen Korb zum Verschenken und die dann noch so... Doch. Es gab nicht viel Auswahl. Also das war wirklich das Einzige, was ich hätte kaufen können, was irgendwie cool war. Aber wir müssen auf jeden Fall beides jetzt probieren. Hier, bitte sehr. Probier jeder einen. Cute. Süß. Boah. Aber schon geil. Wow. Rennt zu Action. Die gibt's noch nicht lang. 10 von 10. Richtig geil. Prost. Marshmallow, ne? Ist auf jeden Fall mehr Deko als sonst. Ja, keine 5 Euro wert, oder? Nein. Wir kommen zum nächsten Dings. Bastelartikel ist gut. Da habe ich was richtig Cooles gefunden. Für 1 Euro. Das ist sehr cool. Die sind so süß. Das sind Radiergummis übrigens. Hast du es nicht gesagt? Haben wir, glaube ich, nicht. Nee, haben wir nicht. Oh, soll ich mal probieren zu radieren? Funktioniert. Alternativ kann man sie auch für sein Kostüm benutzen. Gehst du mir wieder in den Ausschnitt rein? Mensch, guck mal. Also, also ich habe auch was Tolles tatsächlich. Und zwar, auf jeden Fall von TK Maxx, ein Crochet-Kit mit einem Kürbis. Ist Crochet einfach die hochwertige Aussage für Häkeln? Wenn man das einfach vom Internet zieht, kostet das 50 Cent. Aber das kostet jetzt 5,99 € als Kit. Aber wahrscheinlich hast du dann die ganze Anleitung und so auch drin. Müssten wir mal ausprobieren. Lauch hatte mal eine richtig gute Idee, dass wir mal so verschiedene Hobbys testen in dem Video. Wenn ihr vielleicht irgendwas Spannendes kennt oder so, dann schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Vielleicht probieren wir dann auch mal sowas hier. Wenn ihr da irgendwas habt, schreibt uns gerne dazu. Außer für so eine Halloween-Bracelets machen. Ja. Und dann verlosen oder so. Ach, das ist ja süß. Die nächste Kategorie ist was Alltägliches. Und ich habe was ganz Süßes gefunden. Und zwar sind es Pflaster. Als Monster. Kleine Monsterpflaster. Und da du dich ja irgendwie geschnitten hast. Ja. Keine Ahnung warum. Ich auch nicht. Kriegst du jetzt ein kleines Monsterpflaster von mir. Das ist so süß. Finger. Toll. Ja, du blutest und sie mich hier alles voll.
Ich konnte nicht an den Tasten vorbeilaufen, Leute. Es gab so viele, ich hätte locker 10 kaufen können und die waren alle ganz toll. Aber ich habe diese hand-painted schwarze Katzen Halloween-Tasse gefunden. Ich liebe große Tassen. Also wenn man mir ein Geschenk machen will, irgendeine richtig tolle große Tasse mit einem richtig schönen Design drauf oder so, bin ich voll dabei. Also ich finde es so geil. 5,99 €, also wirklich okay, finde ich. Für handbemalt auch noch. Das wird jetzt einfach jeden Morgen meine Tasse, glaube ich. Die ist so toll. Ich finde es super toll. Last one. Ich freue mich so sehr. Das ist geil. Es ist irgendwie ähnlich, aber doch ganz anders. Indoor Deko Gattugorodi. Heißt ein bisschen größer gedacht, ist nicht nur so irgendwas, was auf dem Tisch steht, sondern irgendwas einfach Deko größer. Das Einzige, was ich irgendwie gefunden habe, was ich irgendwie okay fand, ist das hier. Es ist nicht mein Geschmack, aber es ist sehr Halloween und es leuchtet. Okay, das ist cool. Wenn du irgendwas Halloween-mäßiges so für TikTok oder so machst, dann kannst du es so in den Hintergrund stellen und leuchten Props lassen. Oder so, ja. 4,79 €. Da gab es auch noch andere. Oh Gott, ist der süß. Den hätte ich genommen. Ja, das schenke ich dir auch nachher. Oh, toll, danke. Ich muss sagen, meins ist Killer. Ja, voll. Ich finde es so fucking witzig. Also wirklich so witzig. Und zwar... Ja, 12,99 €, gar nicht so viel teurer als deiner. Nee. Aber der ist halt schon sehr, sehr cool. Das ist einfach ich. Das ist mein Vibe. Und er ist ein Millennial. Ja, mein Vibe. Wirklich, 1:1 ich. Der wird auf jeden Fall auch in meinen Schrank gestellt, weil... Soll ich den auf deinen Grab platzieren, falls du vor mir gehst? Ja. Gerne einfach witzige Halloween-Deko draufstellen, da bin ich dabei. So ein Grabstein steht R.I.P. me, I died dead. Rest in peace me, R.I.P. me, I died dead. Also ich finde den toll. Also es ist auch ein bisschen kitschig, aber irgendwie auch geil. Ja. Das ist so, okay, ja. Aber das ist anders. Das ist cool. Das habe ich auch noch nie gesehen irgendwo. Nee, also, ich auch nicht. Ich bin sehr stolz auf ihn. Es wird toll aussehen. Schrankvideo folgt. Super Video, fand ich. Ich fand, es hat so Spaß gemacht. Ja. Es war so cool. Und man muss dazu sagen, seitdem ich hier wohne, und das ist jetzt echt eine Weile, habe ich kein einziges Mal Halloween-Deko gekauft. Ich habe nichts. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ein Traum jetzt. Ich habe nichts. Ich war in meinem allergrößten Traum unterwegs die ganze Zeit. Ich habe es so gefeiert, weil ich wirklich, ich komme einfach nie dazu, gerade so Richtung Oktober. Keine Chance, dass ich einkaufen gehe, deswegen habe ich nichts. Jetzt hast du was. Ja, man kann auf jeden Fall günstig coole Sachen finden. Wenn man aber wirklich ein bisschen langfristiger denken möchte, vielleicht Sachen haben möchte, die man auch außer vom Oktober mag oder vielleicht auch mehrere Jahre mag, kann man schon auch ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann halt was haben, was wirklich richtig, richtig cool ist. Die Qualität bei den günstigeren Shops ist schon teilweise sehr weit unten. Außer bei dem kleinen Kerzenständer. Der Kerzenständer war, der war toll. Ja. Vielleicht eine gute Mischung daraus. Vielleicht für Sachen, wo man wirklich sagt, okay, das ist wirklich was Besonderes. Das werde ich auch lang benutzen. Das dann gerne auch ein bisschen teurer sein. So mache ich es auch zu Hause. Ja, ich auch normalerweise. Wenn man wirklich wo vorbeiläuft und sagt, ey, das passt perfekt rein und es kostet 1,99 €. Dann ist es so. Warum nicht, ne? Ich würde sagen, das war ein super gutes Video und falls es euch genauso gut gefallen hat wie uns, dann müsst ihr uns auf jeden Fall 300.000 Daumen nach oben geben und abonnieren und alles. Das kannst du lieber besser. Ja, abonniert uns dann den Kanal gerne, aktiviert die kleine Glocke, um keine Updates zu verpassen. Ihr habt auch gesehen, die Glückskekse haben gesagt, ihr müsst unsere Videos liken, sonst sind wir traurig. Ihr wollt nicht, dass wir traurig sind wahrscheinlich, deswegen müsst ihr auch leider liken. Tut mir leid. Und ihr seht jetzt im Spookytober auf jeden Fall einmal die Woche hier, was richtig geil Halloween-Theme-mäßig ist. Wir haben ganz, ganz tolle Sachen geplant. Ich glaube, nächste Woche wird Laura einen Spooktober-Look nachschminken. Wir werden jetzt die Tage mal eine Abstimmung machen in meiner Instagram-Story wahrscheinlich oder in deiner. Welchen Look sie nachschminken wird, da bin ich schon sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Es hat sich ja jetzt leider schon so ein bisschen etabliert, dass ich das mache. Finde ich toll. Ja, ich muss gehen. Wenn ihr da mitbestimmen wollt, wenn ihr es nicht verpassen wollt, folgt uns gerne auf unseren Social Media Plattformen, vor allem in dem Fall jetzt auf Instagram. Aber wir haben auch sonst ganz viel Content auch auf TikTok zum Beispiel, den ihr hier verpasst, wenn ihr nur hier Premium unterwegs seid. Ja, bei mir. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.